Alter, Marissa, beweg doch mal deinen Arsch. Alles muss man hier selber machen. Da oben ist nix. Geh weg. Glück gehabt. Oh, Glück gehabt. Oh, verdammt, Pech gehabt. Jo, servus Leute, zum weiteren Part Super Marissa Land. Ja, jeder Part geht gleich los. Also, selbe Begrüßung, selbes Gelaber vom Doschten, weil der Doschten relativ einfallslos ist. Und, naja, altbewährtes verändert man ungern. Starten wir los, Extra Stage 16. Das war dieses scheiß Castle. Geil. Hab ich schon voll Bock drauf. Genau. Mit den Morgen... verdammt. Sternen. Puschel. Und... Ups, alter Schwede. Oh, oh. Oh, oh, sterbe ich jetzt? Nein, ich sterbe nicht. Hammer! Ich hab's überlebt, Alter. Ich hab's überlebt. Und... Bullzettel, Bullzettel. Wo ist das Bullzettel? Da ist es. Stresslevel, Stresslevel, Stresslevel. Und auf dem Einblock. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das hier ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Stresslevel. Und ich bin ein Depp, Alter. voll in die Falle locken lassen. Da doschten halt. Oh Mann. Und nein in den Buschel. Ups. Verdammt. Ich glaube, ich muss das Level langsamer angehen. Ein bisschen gemütlicher. Ein bisschen gemütlicher doschten. Ein bisschen. So. Die doppelte Morgensternschweinerei. So. Ich muss mal angewöhnen, ich muss mir merken. Verdammt, Alter. Nein. Ja, müssen wir jetzt aussuchen können. Warten, bis der Puschel wach ist. Der mir dann in die Plauze beißt. Oder in den Morgenstern springen. Ich muss mal angewöhnen, dass ich hier an den braunen Blöcken, dass ich da relativ sicher bin. Alter, das gibt's doch nicht. Komm mal drüber hier. Kotzt mich das schon wieder an. Mann, Alter. 2 Minuten und Doschten ist schon wieder auf 180. Mann. Selbstmord. Selbstmord. Ja, mit 2 Leben probier's erst gar nicht. Ich glaube, dieses Level hier, ich habe so ein bisschen so ein Gefühl, dieses Level wird mehr wie nur einen Part brauchen. Wir haben da im letzten Part ja schon rumgekaspert. Und heute kaspern wir weiter. Und ich glaube, ich schaff's nicht. In dem Level. Oh, verdammt, Alter, warum ist sie jetzt so weitergerannt? Die ist jetzt nicht stehen geblieben? Jetzt muss ich da mal kurz gucken hier. Wenn der Part zu Ende ist, dann muss ich da mal gucken, nicht dass hier die... verdammt. Nicht dass hier die Batterien von meinem Pad leer werden, dann fängt er nämlich ab und zu mal Spinnen an. Die ist jetzt einfach, ohne dass ich gedrückt habe, nach links weitergelaufen. Mann. Wie von Geisterhand. Ja, es kommt gleich nach diesem Pausemodus, der immer wieder von selber auf ominöse Art und Weise... Oh oh. Dass ich da immer wieder einschaltet und mich ärgern will. Alter. Ich kann überhaupt nicht frei reden. Ich muss mich komplett konzentrieren hier. Oh oh. Und schon bin ich wieder. Mann. Aber zumindest sind wir schon hier. Alter, irgendwas stimmt mit dem Pad nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas läuft hier schief. Nein. Jetzt ist er wieder eingeschlafen. Das lag jetzt hier nicht am Pad. Geh weg. Jetzt ist wieder eingeschlafen. Oh, Menü, Alter. Was ist los heute? Was ist los? Das Level macht mich fix, Leute. Das macht mich fertig. Das ist nichts für einen alten Mann. Alter, Marissa, beweg doch mal deinen Arsch. Alles muss man hier selber machen. Da oben ist nichts. Geh weg. Glück gehabt. Oh, Glück gehabt. Oh, verdammt, Pech gehabt.
Heute reißt der Dorsten gar nichts außer das Maul auf. Und selbst das überlege ich mir. Jetzt gibt es erstmal einen dezenten Selbstmord hier. Ist hier irgendein ominöses Programm offen, das meinen Pet beeinflussen kann? Ich habe keine Ahnung, ob sowas möglich ist. Naja, möglich ist ja alles. Ja, ich zocke hier schließlich auf einem Windows-PC. Da ist alles möglich. Würde mich denn wundern, wenn irgendwo die NSA hockt, meine Steuerung übernimmt und sich schief lacht, wenn ich fail. Klar, der Dorsten wäre jetzt quasi für die NSA relativ uninteressant, aber die Jungs haben ja auch Humor. Unterstelle ich denen jetzt mal. So. Oh, das war gut. Oh Mann, dieser scheiß Puschel! Mann, auf! So, jetzt mal kurz warten hier. Kurz warten und timen. So. Und dann über. So. Jetzt dürfen wir langsam Check the Point erreicht haben, oder? Sehe ich das falsch? Wahrscheinlich sehe ich es falsch. Nein, ich glaube, wir haben ihn jetzt. Hier dürfte er gewesen sein. Gott sei Dank, Alter. Gott sei Dank reiß ich was. Sonst hätte ich langsam aber sicher an meinem Geisteszustand gezweifelt. So, das ist hier auch eine blöde Stelle, Alter. Verdammt. Also rüber katapultieren ist nicht. Menü. Menü, Menü. Dieses Level, ne? Dieses Level. Dieses Level, das hat bestimmt der Miyamoto gemacht. Nachdem er mit Lost Level nicht zufrieden war. So geht es. So, jetzt aufpassen. Das hier ist auch eine Teufelsstelle. Verdammt. Ich wollte oben den Pilz. Ich wollte den Pilz. Schwolzbeutel. Ich hätte ihn schon gerne. Bringt er mir eigentlich was? Oder ist der nur dazu da, um die Gier anzustacheln? Das ist natürlich auch möglich. Boah, knapp. Verdammt. Es war wohl ein bisschen zu spät. Verkacke ich hier wieder. Das ist eine beschissene Scheißstelle. Eine absolut beschissene Scheißstelle. Eine absolut beschissene Scheißstelle, Leute. Nein. Tja. Da war wohl der Dreheffekt ein anderer. Da haben sie die Morgensterne jetzt anders gedreht. Die drehen nicht immer gleich. Weil's scheiße ist. Oh oh. Tja, schon bin ich Game Over. Ich komme hier nicht weiter, Leute. Wie verfahre ich hier am besten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich dieses Level hasse. Ich hasse es. Diese Morgensterne sind scheiße. Die Levelmechanik ist scheiße. Und irgendwie sieht es so aus, als würde es lecken. Hat es in einem der früheren Parts auch schon mal. Aber im Video hat man nichts gesehen. Es leckt wohl nur hier in meinem Rechner. Oder es leckt am OBS. Oder es liegt am OBS. Sagen wir mal so. Tja. Alter Schwede. Pulzettel. Jawohl. Runde. Nübe. Komm schon. Buschel. Buschel. Mann. Ups. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Dorsten. Alter. Ach komm schon. Der trifft mich da. Das ist doch scheiße. Doch scheiße gemacht, Alter. Geh weg! Eingeschlafen. Der Buschel hat mich aus dem Konzept gebracht. Der Buschel, der Drecksbuschel. Ja, und die Musik ist gut. Oh, verdammt, jetzt wollte ich schon sagen, Glück gehabt, aber nein, es war Pech. Die Musik nervt mich langsam. Die geht ein bisschen aufs Gemüt. Bei der ganzen Failerei. Ich mache jetzt hier mal wieder dezenten Selbstmord. Zwei Leben haben wir noch. Komm schön in den Tod, Marissa. Hexentod. Jawohl. Ja, 1488, der berühmte Hexenhammer. Tja. Warum nehme ich einen Pilz? Ich will mich doch töten. Ja. Dorstens Hirn wird immer langsamer. Die grauen Zellen wollen auch schon in Rente, haben sie gesagt. Allerdings habe ich noch 30 Jahre, bis ich in Rente darf.
Mann. 30 Jahre muss ich noch mal lochen. Das heißt, ich muss noch länger in die Arbeit, als ich überhaupt schon arbeite. Und bin jetzt schon im Arsch. Geh weg. Geh weg. Geht alle weg. Das ist traurig, Leute. Das ist traurig. Frag mich, wie das die Alten früher geschafft haben. Irgendwie haben sie es ja geschafft. Aber wie? Wenn ich da an die Generation meines Großvaters denke. Ups. Der war nicht bloß ein Leben lang arbeiten. Der war auch noch im Krieg. Wie hat er das alles geschafft und gemeistert, ohne dabei zu resignieren? Oh, Glück. Wie hat er es geschafft? Oh, was ist denn das, Alter? Die Milf, alter Schwede. Ja, sowas muss man wissen. Und jetzt verkacke ich hier. Ist da oben die Milf drin? Komm schon. Komm. Beweg deinen Arsch. Jetzt komme ich trotzdem nicht danüber, aber... Fuck. Jetzt hatte ich die Milf und komme trotzdem nicht weiter. Das ist so... Mann, oh Mann. Es ist zum... Es ist zum, ne? Es ist zum... Verdammt, Alter, war das ja Idioten-Fail? Komm schon, Doschen. Zusammenreißen. Zusammenreißen, zusammenreißen. Und nicht ständig ins Gras beißen. So. Schön langsam auf den Puschel. Boah, Glück. Jetzt muss ich halt hier das richtige Timing finden. Und es ist Trixie. Hier wäre es gewesen. Scheiß mal auf den Pilz. Verdammter Porsche! Mann! Kackt mir dieser rote Puschel ans Bein, Alter! Kackt mir dieser rote Puschel ans Bein! Ja, ich krieg schon wieder Zustände hier. 180 und so weiter. Puls. Ja, genau. Komm nicht mal da mehr drüber. Doschen ist ein bisschen aggro drauf. Der Doschen hasst dieses Level. Und der Doschen fängt langsam an, das Spiel zu hassen. Ja, es dauert immer eine Zeit lang. Nach dem Let's Play will ich von dem Spiel immer nichts mehr sehen. Und dann dauert es eine Zeit lang und dann kriege ich wieder Lust drauf. Das ist ganz seltsam bei diesem Game. So. Wo ist das richtige Timing hier? Genau. Alter, man muss hier auf vier Sachen aufpassen, die richtig getimed werden wollen. Und am beschissensten ist dieser schwarze Scheißpuschel. So, jetzt sind wir gewarnt. Wenn wir nochmal groß dahinter kommen, gibt's die Milf. Vorausgesetzt, ich finde sie nochmal. Wo war die nochmal? Ich hab schon wieder vergessen, Alter. Mann. So viel zum Thema, wenn ich groß komm, groß raus, raufkomm, hinkomm. Komm schon, ich will dann auf. Alter. Ich flipp. Ich flipp hier vollkommen aus, Leute. Aber die Milf gibt's jetzt doch, die könnte es nochmal geben. Da ist nochmal ein Pilz drin. Nein, gibt's nicht mehr. Es gibt keine Milf in Doschen. Wo war das nochmal? Alter, mein Gedächtnis ist so zum Kotzen. Ich war glaube ich, da oben irgendwo. Da oben war's. Hier oben. Hier war's. Aber jetzt krieg ich die Balle, Marissa. Die mir halt einen alten Arsch bringt. Genau. Mann. Nun, Alter, ich wollte jetzt... Geh weg. Ich wollte daher... Oh, natürlich nichts drin. Alter, ist natürlich nichts drin. Aber bis daher komme ich schon mal ganz gut, ne? Ohne... Alter. Wenn man auf dem rechten Morgenstern achtet, sollte man nicht nach links laufen? Mann! Doschen, du bist der Depp! Das war wieder klasse, Alter. Das war wieder ein typischer Doschen. Und das war... Das war Schlaferei. Werde ich nie lernen in diesem Spiel. Werde ich nie lernen, den richtigen Anlauf zu nehmen. Den Anlauf... Na, ich werde es nie kapieren, wie das funktioniert hier. Ich freue mich ja schon auf das Let's Play vom Retro Basti. Ich möchte wissen, wie sich andere geneigte Let's Player anstellen
und der Retro-Basti, ja, im Großen und Ganzen denselben Spielegeschmack hat wie ich. Also er ist auch ein Nintendo-Fan und Jump'n'Runner und hat schon das eine oder andere Jump'n'Run hinter sich. Und da wird es natürlich dann ganz interessant, rauszufinden, ob das jetzt nun an mir liegt oder nicht. So. Geh weg, Alter. Ist da was drin? Hier ist nichts drin, Alter. Hier ist nichts drin. Also, jetzt gehen wir daher. Wo sind wir denn hier sicher? Wir sind nirgends sicher. Ist das geil. So. Genau, Alter. Blind Jump, weil man jetzt sieht, wo was ist. Und schon ist man down. Ist das geil, Alter. Ist das geil. Haha, ich freue mich, Alter. Ich lache mich kaputt. Verdammt. Zu nah an den Zacken, oder was? Hitbox, Bitch. Mann. 15 Minuten. 15 Minuten und ich könnte schon wieder mein Pet beißen. Mann, oh Mann. Verdammte Morgenstern. So. So. Und geh weg. Puschel! Ja, es dauert nicht mehr lange, dann ist der Dosch im Rage-Modus. 100 Brote, Leute. 100 Brote. So richtig ausgeflippt bin ich ja noch nie in meinen Let's Plays. War ja alles noch harmlos, aber ich glaube, langsam fange ich an damit. Was ist heute los mit der Steuerung? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Sie springt da ein bisschen versetzt, zeitversetzt. Irgendwas stimmt nicht mit der Steuerung. Gefällt mir nicht. Das muss ich mir dann mal angucken. An was das liegt. Gefällt mir nicht, Leute. Irgendwas passt nicht. Ich mag es mal wieder schwerer, als es ist. Bullzettel, Bullzettel. Geh weg. Ich will das Bullzettel. Ich will die Milf. Ich will die Milf. Ich krieg sie nicht. Mann. Nein. Mann. Da ist aber auch nirgendwo eine scheißsichere Stelle. Mann. Kannst dieses Dreckslevel wirklich auswendig lernen? Alter, spring halt. Es funktioniert irgendwie. Spinnt der Pet? Oder die Sprungphysik? Ich glaube, ich muss den Rechner mal neu starten. Es macht irgendwie wenig Sinn, was ich hier tue. Aber jetzt hier so nach 17 Minuten den Part beenden, möchte ich auch nicht. Und schneiden habe ich auch keinen Bock. Weil ich bin eine faule Sau. Absolut. Absolut. Hier, wenn ich stehen bleibe, werde ich getroffen. Also laufen wir. Geh weg. Geht alle weg. Bullzettel. Na, Bullzettel. Komm rüber, Alter. Alter, warum springt's denn nochmal? Ich habe nicht auf den Sprungknopf gedrückt. Kotzt mich das an, Alter. Kotzt mich das an. Verdammt. Und schon bin ich down. Mann, Alter. Warum springt die da? Warum ist die da gerade gesprungen, Alter? So, ich gehe mich wieder töten, weil ich glaube, viel Leben haben wir nicht mehr. Genau, das war das Letzte. Da wäre die ganze Anstrengung sowieso umsonst gewesen. Also. Ganz gemütlich doschen jetzt. Ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Und dann kommt dieser Morgenstand schon wieder angeschissen. Die kommen unterschiedlich. Die kommen nicht zum selben Zeitpunkt. Die kommen nicht zum selben Zeitpunkt. Oder bilde ich mir das ein? Bin ich zu blöd dafür? Mann, und dieses Kacklevel? Danke. Darf ich mit Alice nochmal machen? Och, ich freue mich, Alter. Ich freue mich. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, dieses geile Spiel, ne? Dieses ach so herrliche Jump'n'Run auch noch mit Alice durchzuzocken. Bedanken könnt ihr euch da beim Karatrik und beim Retro-Basti. Ja, Karatrik hat's vorgeschlagen. Retro-Basti hat eine Umfrage gestartet auf... Gehst du weg? Ohrspuschel! Hat er mich hinaufkatapultiert? Hat eine Umfrage gestartet auf Twitter.
Und ja, ich werde dieses wunderschöne Spiel noch einmal spielen. Ja! Ja, ihr merkt langsam, ich drehe am Rad. Ich glaube, wenn ich dieses Spiel zweimal in Folge durchzock, könnt ihr mich einliefern. Ich glaub, dann könnt ihr mich einliefern. Ein Leben heißt Selbstmord. Zack. Ich reiß hier nichts, Leute. Ich reiß hier nichts. Ich reiße hier nichts. So. Was ich natürlich machen könnte, wäre, ich könnte Arschpuschel. Ich könnte einfach diesen Part löschen und so tun, als hätte es ihn nie gegeben. Und ihr werdet es nie erfahren. Und wenn ich im nächsten Part, also in der nächsten Aufnahme, das Level durchschaffe, wird keiner merken. Verdammt, dass ich länger gebraucht habe, als die Videos sind. Könnte ich tun. Aber ich bin doch so ein ehrlicher Depp. Ich bin einer von diesen ehrlichen Idioten. Und ich lade natürlich alles hoch, weil ich ein Idiot bin. Hier war doch jetzt der Spulzettel. Ja, immerhin. Immerhin, wir kriegen keine Milf. Aber wir verlieren es wieder. Mann, und da hätten sie ruhig auch noch einen Pilz reinbauen können. Diese Entwichsler. So, ich muss jetzt überlegen, wie ich darüber komme am besten. So. Alter. Ist das beschissen gemacht? Ist das ends beschissen gemacht? Geil, Leute. Geil, geil. Geiler Scheiß. Verdammt. Verdammt, verdammt. Ich muss irgendwie auf den Puschel kommen und schauen, dass der Puschel mich nicht komplett rüber katapultiert. Ich habe bloß das Timing, den richtigen Zeitpunkt, einfach noch nicht rausgefunden. Das wäre ja wahrscheinlich gewesen. Das killt mich. Verdammt. Irgendwas killt mich jetzt. War klar. Ist ja genug da, dass mich töten kann? Ist ja genug da. Alter, was ist denn jetzt das? Dorsten, das war wieder sinnlos. Es war ein sinnloser Tod. Ein megamäßig sinnloser Tod. So. Alter Schwede. Alter Schwede. So. 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 Gab's jetzt da Bullsettel? Ich glaube, da gab's nix. Nein, hier gibt's nix. Ach komm schon, Alter, macht's wieder so einen Satz. Ich werde es nie lernen. Ich werde es nie lernen, weil ich's ehrlich gesagt bewusst. Bei jedem Mario-Spiel hat man ja ungefähr irgendwann mal die Steuerung draußen. Bei diesem Spiel schaffe ich's einfach nicht. Weil's. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist Zufall, aber es ist schon fast Zufall, wie die rennt und springt. Ich beende jetzt den Part, Leute. Ich beende den Part, starte den Rechner neu und schmeiße mir neue Akkus in den Pad und hoffe, dass danach die Springphysik ein bisschen besser ist. Ich hoffe, es liegt daran. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sage Servusle. Bis zum nächsten Mal. Euer Dorsten.